Hey Leute, willkommen zurück zu Against the Moon. Es gab kurz vor Release ein kleines Update. Jetzt gibt es direkt seit Release die deutsche Sprache. Also kann man problemlos jetzt umstellen. Ich hatte halt das Spiel ein bisschen vorher und da gab es die deutsche Sprache noch nicht. Aber jetzt geht das direkt von Anfang an. Und ich habe jetzt hier auch keine Punkte mehr. Die wurden mir alle weggenommen. Gehen wir mal kurz ins Labor. Gut, hier war es so, man konnte zufällige Kräfte erforschen und mit jeder Sache, die man erforscht hat, also das erste hat dann einen Punkt gekostet, das nächste hat drei Punkte gekostet, es wurde also immer teurer. Von daher weiß ich noch nicht so ganz, wie viel man davon halten soll. Es wurden ein paar Stimmen laut, die gesagt haben, ja, das wirkt alles ein bisschen wie ein Early Access Spiel ohne Early Access. Aber ich glaube, gut, es gibt halt Spiele, die, wenn sie vollständig released werden, schon... Oder anders formuliert, wenn sie aus dem Early Access raus sind, schon recht umfangreich sind und dann noch jahrelang Updates bekommen und wenn man dann am Ende beide Versionen vergleicht, wirkt die erste Version wie Early Access. Deswegen glaube ich, das ist die falsche Frage. Die Frage sollte eigentlich immer sein, ist das, was man von dem Spiel bekommt, das Geld in dem Moment, wo man spielt, wert, was man dafür zahlt? Oder man ist so verliebt in das Spiel, dass man sich sagt, egal wie teuer das ist, ich will das unbedingt spielen. Das ist natürlich auch noch eine Option. Aber gut, ich glaube, das ist die wesentlich bessere Frage. Genauso wie hier mit demnächst erhältlich. Das kommt dann auch noch. Es kommen dann noch neue Ultori, es soll eine neue Kampagne geben und so weiter. Ihr findet auf der Steam-Seite eine Roadmap. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Ich finde das auf jeden Fall schon mal super, dass das jetzt hier alles in Deutsch ist. Dann machen wir mal einen Luma ran. Ich glaube, das ist der Standardspielmodus. Moment, ich hab doch... Ach Gott. Ja, nee, wir spielen jetzt nicht nochmal den Prolog. Also, das hat scheinbar alles resettet. Okay. Die Infrastruktur von Arx benötigt große Mengen an Luma, um die Verteidigungsanlagen und zivilen Maschinen mit Energie zu versorgen. Eine kleine Gruppe von Ultori startet eine Expedition, um die nötigen Ressourcen für die letzte Stadt der Menschen zu besorgen. Jeder Lumaran bietet ein einzigartiges Abenteuer. Da haben wir die Zufallsgenerierung. Da kriegen wir 25 Münzen für, da könnte man schon ein paar Sachen freischalten. Wobei, auf den ersten Blick sieht das jetzt nicht so aus, als ob es da allzu viele Sachen gibt. Aber andererseits, wenn das immer teurer wird, dann sind diese 25 Punkte später irgendwann nichts mehr wert. Dann mal gucken, wie es so wird. Ich kann jetzt auch noch nicht sagen, ob ich das jetzt empfehle oder nicht. Ist ja gut, ich könnte jetzt sagen, das wirkt noch alles recht simpel, einfach. Schwierig, müssen wir erstmal gucken. Ich muss das erstmal noch ein bisschen spielen und dann können wir mal gucken. Ich kann hier drei Ultori mitnehmen oder wie? Da haben wir wen zum Freischalten, da kommen dann noch neue. Und in welcher... Ah, die haben auch eigene Arcana, genau so war das. Gut, dann würde ich mal sagen... Spielt man denn mit den dreien immer? Starten wir einfach mal. Man konnte da, glaube ich, irgendwie auf welcher Reihe die dann stehen, auswählen. Gut, jetzt haben wir hier die Map. Starthand, genau. Wir ziehen 6 Kräfte zu jeder, in jedem Zug am Anfang. Und wir ziehen 2 Kräfte. Moment. Beginn der Schlacht auf der Hand. Und wir ziehen 2 Kräfte zu Beginn jeder Runde. Okay. Lumafluss, genau, wie viel Energie wir haben. Die uralte Technologie des Sarkophags akkumuliert Ladung während der Mission. Plus eine Ladung nach jeder Schlacht, plus eine Ladung nach jeder Vorrüste. Leckt die Schlacht, plus eine Ladung für den Sektorboss. Was haben wir hier? Mit Ladung das vor dir liegende Gebiet auskundschaften. Das geht also auch. Mit Ladung 5 Arx-LP wiederherstellen. Mit Ladung einen Furus Delecti für die nächste Schlacht anlocken und damit die Belohnung verdoppeln. Gut, das sollte ich mir auf jeden Fall vormerken. Da gibt es Lumafluss. Ansonsten, wir hätten da oben ein Event. Von daher, gut, da kriegen wir Arx-LP, da kriegen wir Zellen, Starthand, Kräfte entfernen. Ich würde gern mal erstmal hier oben lang, um einfach zu gucken. Gut, wir können auch durch die Mitte und dann da hoch. Arx-LP, weiß ich nicht, ob ich da... Ja, nee, gehen wir mal hier oben lang. Können wir direkt da lang gehen. Was haben wir hier? Ultori-Upgrade ist doch auch nicht so verkehrt, aber hier unten haben wir dann Sarkophag-Ladung, Metakubus, Arx-LP. Machen wir das einfach mal. Gucken wir mal.
Das ist ja sowieso jetzt der erste Normalrand. Ich habe es jetzt nach dem Prolog noch gar nicht wieder gespielt. Also das ist nach wie vor komplett blind. Und gut, das wären 2 Damage. Du würdest 2 Schaden machen, aber drauf gehen. Was haben wir denn hier? Ramuro-Taktik. Angriff des Zieldieners sinkt um 1. Ja, ist jetzt nicht so praktisch an der Stelle, würde ich mal behaupten. Initium. Fähigkeit, ja gut, das wenn ich die Einheit aufs Schlachtfeld packe. Betäuben. Betäubt diesen Diener. Dafür ist die Einheit recht billig. 2 Kräfte können wir ziehen. Totaler Schlag könnten wir auch nehmen. Vielleicht gar nicht mal so doof. Erhöht ihr den Angriffswert aller Kreaturen in der gegnerischen Reihe um 1? Das ist ja interessant. Gut, ich würde sagen, ich pack dich mal dahin. Und dann braucht er jetzt auch, glaube ich, gar nicht so lange überlegen. Dich schalten wir erstmal aus. Gut, geht aber trotzdem drauf. Verdammt, genau. Ja, okay. Ein guter Start. Hätte ich mal den da ausgeschaltet. Ich dachte mir, der hat 2 Lebenspunkte, dann mache ich lieber. Dann hole ich lieber das Maximum raus. Aber nein. Das Pulsar F. Wert plus 1 Energie. Ja, ist okay. Ansonsten. Gut, du würdest jetzt drauf gehen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Du würdest auch drauf gehen. Da müssen wir auf jeden Fall auch was machen. Dann würde ich doch mal sagen, ich packe dich hier hin. Dann gehst du drauf. Aber sie überlebt. Und dann haben wir noch 4. Ich nehme mal dich und pack dich dahin. Der überlebt dann wenigstens. Gut, und das sollte hier eh gleich vorbei sein. Hat er da 2 gespawnt? 2 Damage. Okay. Gut, du hast eh nur noch so wenig Lebenspunkte. Das heißt, brutaler Schlag wird hier unten auch nicht viel bringen. Aber wir könnten mal die Schutzdrohne auf jeden Fall nehmen. Und das denn was? Das wären dann 2. Nee, das wird dann auch nichts bringen. Auf jeden Fall nehme ich hier unten erstmal die Schutzdrohne. Und dann. Gut, du bist ein bisschen. Ganz ehrlich, dann werde ich das in der Mitte ignorieren. Dann setze ich dich hier vorne hin. Immer noch einen Angriff senken. Ist jetzt irgendwie. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Das wird keinen Unterschied machen, wenn ich das richtig gesehen habe. So, da ist jetzt ein Ultori verletzt. Ich sag mal verletzt, nicht tot. Was bist du denn, Sirin? Senkt die Luma-Kosten einer zufälligen Kraft auf deine Hand um 1. Das ist ja schon ganz nett. 2, 1. Das ist jetzt nicht so toll. Da haben wir wieder Schutzschilde. Würde es da unten halt wieder drauf gehen. Aber machen wir das mal so. Auf jeden Fall. Ja gut, ich brauche hier gar nicht großartig was machen, sondern. Ja, wir können das halt noch machen und keine Ahnung. Dann haben wir den Kampf auch gewonnen. Dann brauchen wir uns damit auch gar nicht so lange aufhalten. Gewonnen. Ich finde das auf jeden Fall ganz nett, dass man direkt auf der Karte sieht, was man da als Belohnung bekommt, weil sonst würde, ja, man hätte halt zu wenig Informationen, um es mal so zu formulieren.
Ja, den Anführerschaden zu fügen, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Das Echo finde ich ganz gut, weil zum Teil die Gegner jetzt noch sehr wenig Lebenspunkte haben. Davon haben wir ja schon zwei. Ich glaube, da nehme ich auf jeden Fall hier mal so ein Echo mit. Und wir haben zwei Schutzdrohnen. Ja, man sollte es, glaube ich, auch nicht übertreiben. Ich glaube, zwei von jedem, was man so haben kann, ist, glaube ich, schon ganz okay. So fürs Erste gibt es da bestimmt später auch total die verrückten Sachen, wo man sich auf ganz wenige konzentriert, wenn man die denn bekommt. Kann damit wen heilen. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Aber nur Ultori, aber das ist trotzdem ganz nett. Karten ziehen. Ich glaube, ich nehme mal Fleischbeschützer mit. Gut, jetzt haben wir zwei Mutationen zur Verfügung. Ich würde gerade am Anfang wieder sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich kann jetzt nochmal kurz gucken, wie das hier ausschaut. Die Lumakosten von drei zufälligen Kräften auf deiner Hand werden um eins reduziert. Das ist halt auch echt nett. Das sind dann halt von 1 auf 3, ist auch nicht ohne. Das wäre dann ja, kennen wir ja, mehr Schaden. Das wäre mehr Energie. Das bezieht sich dann auf die Reihe. Gut, du. Und natürlich steigen dann auch die Kosten. Und deswegen lasse ich das erstmal außen vor. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich nehme hier die taktische Drohne wieder. So für den Anfang, so für die Defensive. Dann nehmen wir hier auch nochmal eine taktische Drohne. Und dann, hier können wir ja noch nichts. Kann man hier schon was machen? Nein, 0 von 0, alles klar. Gut. 1 von 8 haben wir. Dann, ja, was ich vorhin meinte mit der Karte, hier sind halt überall nur Gegner. Und wenn man dann nicht diese Informationen hätte, was man wo bekommt, dann wäre es ja letztendlich auch egal. Gehen wir mal hier weiter, auf jeden Fall, gut. Was mit dir? Akuma-Tribunal, was auch immer. So. Zen Morta. Immer wenn du einen Diener beschwörst, plus ein Angriff und minus ein LP für Zen Morta. Trivoxer. Immer wenn du eine Magika ausspielst, plus ein Angriff und minus ein LP für Trivoxer. Also die werden immer stärker. Okay. Gut. Die Frage ist, wie machen wir das jetzt? Wir können natürlich den Angriff senken. Ich glaube, ich möchte erstmal. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen blöd. Ich könnte jetzt hier noch einen Angriff senken. Oder hebe ich mir das lieber auf? Gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen hier unten. Du gehst drauf. Du würdest auch drauf gehen. Wir haben ja eine taktische Drohne. Das ist aber gerade schon ein bisschen doof. Angriff können wir senken. Das wäre vielleicht eine Option dafür. Dann nehmen wir hier unten mal eine Drohne. Jetzt geht er wieder drauf. Ja, okay. Gut, da habe ich mich jetzt selbst ausgetrickst. Aber im Moment kommt mir das halt auch nur so vor, wir könnten einfach stumpf hier in der Mitte Schaden machen und die Gegner erstmal ignorieren, selbst wenn die sterben. Wie ist das denn, wenn alle Ultori hier drauf gehen? Kämpfen, kann man dann trotzdem noch weiter kämpfen oder müssen die. Ja, ach ja, okay, genau. Das hier muss. Arx, genau. Arx war ja die Leder. Okay. So. Auf jeden Fall, du hast 4. Ich würde nämlich jetzt echt sagen.
Ja, was machen wir denn? Gut, wir haben 6. Das, ich könnte dich spielen. Und dann könnte ich noch... Schaden machen bringt es jetzt nichts. Nicht. Das Senken, 2 Kräfte ziehen, ist jetzt auch nicht so der Bringer. Machen wir das einfach so. Moment, wir können das... Ach, dem Zieldiener. Moment. So. Aber der Schaden ist dann auch dauerhaft, ne? Vielleicht ist das doch keine so gute Idee, dann Schaden zu bekommen. Ja. So, du gehst drauf. Dich könnten wir hier erledigen. Dann machen wir das doch mal. Da können wir 5 Kräfte ziehen, aber ob das jetzt so eine tolle Idee ist... Ich pack dich mal dahin. So, das kann ich nicht angreifen. Gewonnen, aber ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt. Startern, Kräfte entfernen, Arcana-Zelle, Architektus-Elemente, Sarkophagladung. Gut, dann haben wir wieder eine Arcana-Zelle. Was haben wir denn hier? Luma-Konverter, Zerfall. Diese Kreatur wird zu Beginn der nächsten Runde ausgeschaltet, alles klar. Initium, Fähigkeit, die, ja, fügt Arx 2x Schaden zu. Bin ich jetzt nicht so der Fan von Angriffsmuster, das, nee... Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall hier noch ein Echo. Kräfte entfernen. Will ich irgendwen entfernen? Oder irgendwas? Weiß nicht, bisher ist das eigentlich... Das sieht eigentlich ganz okay aus soweit, deswegen, was das hier angeht... Des, oder Angriff des Zieldieners senken. Ja, nee, das überspringen wir. Wir haben keine Mutation. Okay. Dann haben wir jetzt 7 in der Starthand. Und noch 22 von 30 Lebenspunkten. Ja, gut. Es war natürlich voll die blöde, der blöde Gedanke, dass, warum auch immer ich gedacht habe, sie hätte wieder volle Lebenspunkte. Das wäre dann ja ein bisschen... Und wir wollten ja dahin. Gucken wir uns das mal an. Die Regelfrage. Disziplin ist unser Schild. So begrüßten die Ramuru-Mönche Galdia, der gerade seinen gewaltigen Kriegshandschuh polierte. Sein restlicher Körper war noch von den Spuren der letzten Schlacht gezeichnet. Aber der Handschuh glänzte makellos im Sonnenlicht. Gemeinsam stark, antwortete er. Mönche, Brüder... Dank eurer Hilfe konnten wir die Schlacht für uns entscheiden. Vielen Dank dafür. Was kann ich für euch tun? Wir haben zu danken, großer Jago-General, sagte einer von den Mönchen. Meine Brüder und ich stehen dem Schild stets zu Diensten. Doch wir wollen mehr. Wir wollen Saroma. Lass uns die Schwertspitze zu deinem Schild werden. Ich habe keine Ahnung, was die da reden, aber okay. Ein anderer Mönch ergriff das Wort. Wir wissen, dass der Zara-Chi-Kodex heilig ist. Nur jemand wie du kann uns erlauben, unsere Luma-Infusoren neu zu kalibrieren. Ein aggressiverer Modus würde uns, es uns ermöglichen, beim nächsten Mal tatsächlich am Kampf teilzunehmen. Was haben wir denn hier? Ihr habt meine Erlaubnis, im Krieg muss man sich eben anpassen. Zu Beginn jeder Schlacht, alle Ulturi werden betäubt. Ein Ramuru-Mönch wird beschworen. Ja, ja, nee, das ist ein bisschen blöd, oder? Weil, da muss ich mich halt sehr, ist halt die Frage, wie viele Gegner da am Anfang direkt sind. Keine, ja, machen wir das mal. Probieren wir das einfach mal aus, warum nicht? Sind die halt betäubt, was soll's. Und
Aber kriegen wir ein Ulturi-Upgrade, wenn wir das hier gewinnen. Da haben wir den ersten Boss. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Karten es hier gibt. Oder wie doch hier zwei Sektoren. Sektor 1 von 2. Okay, gut. Dann starten wir das mal. Ach, da haben wir so einen, genau. Ja, genau. Das habe ich ja... Weiß ich nicht, war das im letzten oder im ersten Video oder im zweiten? Keine Ahnung. Da habe ich das ja falsch interpretiert. Habe ich zu schnell gelesen. Hier unten haben wir so einen Mönch. Fragila Diener. Ach so, der wird dann vollständig entfernt. Das ist ja schon mal zu wissen. Auf jeden Fall würde ich doch mal sagen, wie machen wir das denn jetzt? Du machst zwei Schaden, das heißt, mit der Naga komme ich da jetzt nicht so weit. Der Plexus ist da vielleicht gar nicht mal so schlecht an der Stelle. Dann können wir das nämlich so machen. Dann haben wir hier noch so einen. Den packe ich einfach mal hier oben in die letzte Reihe. Dann haben wir auch alle Punkte ausgegeben. Eieiei. Fähigkeit, die in jeder Runde aktiviert wird. Gut, wie schaut das denn hier aus? Du gehst dann drauf. Ich kann aber auf der anderen Seite... Ich glaube, ich packe hier unten mal die Drohne hin. Dann haben wir noch genug für ihn hier. Geht aber auch drauf. Aber der Mönch lebt noch. Okay, das ist jetzt mit dem, dass der hier unten ist, echt ungünstig. So. Dann würde ich doch mal sagen, wir stellen dich mal dahin. Dann haben wir hier noch, die haben halt zu wenig Lebenspunkte. Können dich aber ausschalten. Genau, dann machen wir das nämlich so. Dann haben wir jetzt noch Angriff senken. Würde das was bringen? 2, 4. Würde gar nichts. Moment, die würden jetzt 5 Schaden machen. Ich stell dich nochmal da oben mit hin. Okay. Da muss ich ja jetzt schon quasi irgendwas in die zweite Reihe setzen. Ich glaube... Wir nehmen dich mal. Du gehst dann zwar drauf, aber da geht auch kein Schaden durch. Und dann packen wir dich mal dahin. Dann haben wir noch zwei. Dann können wir auf jeden Fall hier einen davon ausschalten. Das mit dem Schild, in jedem Zug ist eine super Sache. Auf jeden Fall. Da kann man erstmal eine ganze Reihe lahmlegen. Na toll, das ist jetzt auch super da oben. Da haben wir noch eine taktische Drohne. Die setzen wir mal dahin. Dann würde ich doch sagen... Das setzen wir nochmal dahin und wir... betäuben erstmal ein paar. Hat er nämlich noch 4. Und wir können jetzt... Oh Gott, das ist natürlich jetzt... Wir können Kräfte ziehen oder ein Pulsar. Ich glaube... Wir ziehen mal 2 Kräfte. Kriegen wir... 2-3, 2-3. Ich würde schon sagen,
Gut, das ist ja jetzt nicht das Problem, dass er betäubt ist. Der dient dann erstmal nur als Blocker. Könnte natürlich das so machen. Dann wird er immerhin noch überleben. Angriffswert können wir senken. Machen wir das dann. Moment. Gut, du wirst überhaupt nicht, du wirst auch gar nicht überleben da unten, deswegen machen wir das einfach mal so. Das lief doch diesmal echt gut. Wir müssen jetzt aber noch ein bisschen. Also schadenstechnisch reicht das auf jeden Fall. Gewonnen! Upgrade, Zelle, Architektus-Element, Sarkophag-Ladung, alles klar. So, dann können wir jetzt, was haben wir denn hier? Recycling. Schaltet den verbündeten Zieldiener aus, kriegen wir 2 Luma für, ist aber flüchtig. Bin ich jetzt nicht so Fan, bin ich in solchen Spielen generell nicht so der Fan von, wenn irgendwelche Kräfte flüchtig sind, es sei denn, sie sind wirklich sehr stark. Toll, da haben wir Virtualisieren, ein zufälliger Diener auf deiner Hand kostet 0 Luma und El Zerfall. Ja, nee, das ist auch nicht so mein Fall. Der Zerfall. Seele. Dem Fokusanführer 2 Schaden zu. Kann das hier jetzt einmal auswürfeln? Einmal kann ich das so machen, alles klar. Amuro-Taktik. Das haben wir ja, glaube ich. Haben wir sogar 2-mal. Lumabot. Ziehst für jeden weiteren Lumabot auf dem Schlachtfeld 1 Kraft. Bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Gut, auf der anderen Seite könnte ich natürlich sagen, ich will von jedem 3 haben. Dann hätte ich theoretisch Platz auf jeder Lane für einen. Ich glaube, ich nehme jetzt hier nochmal eine Naga. Das ist halt mehr so Burst-Schaden. So, jetzt haben wir ein Upgrade. Was nehmen wir denn? Ziehe 1 zusätzliche Kraft zu Beginn jeder Runde. Wann immer Amara Schaden erleidet, erhält sie +1 Angriff. Galdir bewegt sich auf dem Schlachtfeld 1 Position vorwärts und erhält 2 LP. Verstehe noch nicht so ganz, warum das gut sein sollte, dass er sich vorwärts bewegt. Das heißt, er könnte dann als Blocker dienen, oder wie? Ich glaube, dass hier mit zusätzliche Kraft... Das habe ich auch falsch verstanden, oder? Ich dachte, das wäre Energie gewesen. Ja, nee, zusätzlich. Ach, was rede ich denn? Natürlich nehme ich das. Zusätzliche Kraft im Sinne. In Anführungszeichen eine zusätzliche Karte. So, dann hätten wir das und. Wir gehen jetzt hier noch hin. Dann gucken wir mal. Asmyk! Repetium teleportiert sich auf ein zufälliges Feld in eine andere Reihe Mondhülle. 7,22 Kilometer groß. Okay. Gut, das ist natürlich schon mal nicht so verkehrt. Warum wird das hier nicht angezeigt? Schutz. Einer Schadensquelle, also ein Angriff oder wie? Ich wäre ja mal für. Jetzt die Frage. Wir können dich spielen. Ja, gut, dann setzen wir dich dahin. Dann machen wir das nämlich so. Dann setzen wir dich dahin. Und dann war es das erstmal für diese Runde. Was steht bei dir irgendwas? Mavrosi Somatik. Alles klar, dann backen wir hier auch eine taktische Drohne hin. Würde ich doch mal sagen. Und ja, machen wir das mal so. Und dann kommst du mal da hinten hin. Dann haben wir hier... Ja, toll, 2 Kräfte können wir ziehen. Das brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Oder wir können mal gucken.
Aber auf der anderen Seite, wir behalten die ja auf der Hand. Okay, ich muss hier wirklich in dem Spiel schon ein bisschen umdenken. Im Gegensatz zu anderen Spielen. So, du bist wieder oben. Und wir machen das jetzt wie? Wie machen wir das? Ich würde sagen, du kommst mal dahin. Jetzt den Blocker. Dann haben wir noch vier. Dann würde ich sagen, die da unten, ja, das ist halt ein bisschen blöd mit dem Schaden. Das wird auch nicht reichen. Ach, machen wir das so. Na, geht trotzdem drauf. Verdammt. Wobei, dieser Mönch bringt auch nicht allzu viel. Eigentlich gar nichts. Außer ein bisschen zusätzlichen Schaden, aber auf der anderen Seite blockiert er halt auch einen Platz. Okay. Ich würde ja sagen, wir machen das jetzt erstmal so. Sie wird es da unten nicht überleben. Auf der anderen Seite, wir können sie heilen. Dann wird sie es doch überleben. Okay, das kann ich bei dir gar nicht benutzen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, gut, machen wir das dann so. Dann wird er da noch überleben. Vielleicht werde ich die gleich nochmal betäuben. Mal gucken, wie viel da jetzt gleich auftaucht. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht, die alle zu betäuben, würde ich behaupten. Gut, man sollte natürlich das dann auch benutzen, wenn die voll geladen sind. Sind dann nämlich auch die drei. Wunderbar. Gut, dann, wir haben sechs. Das heißt, ich würde die da unten auf jeden Fall gern erstmal ausschalten. Wenn die schon betäubt sind. Dann nehmen wir dich da noch mit rein. Drei Kräfte ziehen. Angriff senken brauchen wir jetzt nicht. So, jetzt macht er hier unten wieder Schaden. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Angriff könnten wir, ja, das ist gar nicht mal so blöd jetzt. Dann, ah, das geht ja bei ihm nicht, verdammt. Gut, wir können das halt so machen, aber das ist, bringt dann auch nicht allzu viel. Ich könnte auf jeden Fall noch ihn da oben hinsetzen. Und ich weiß, ich habe wahrscheinlich schon wieder tausend Sachen falsch gemacht. Ein bisschen ist mir aufgefallen. Aber gut, das ist halt, wie gesagt, es ist blind. Ich muss erstmal gucken, weil auch so spielen und reden, das kommentieren und dann noch was blind spielen, das ist halt alles nicht so einfach. So, du kommst dahin. Und die Runde ist sowieso gegessen. Gewonnen! Alles klar. Umafluss, Arcana-Zelle, Sarkophagladung, Architektus-Element. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Wir könnten noch eine dritte Drohne nehmen. Angriffsmuster finde ich ja nicht so toll. Das ist, ja, nehmen wir eine Schutzdrohne. Haben leider keine Mutation. Upgrades auch nichts. Dann gehen wir mal kurz zurück auf die Karte. Aber ich würde sagen, hier machen wir dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, obwohl das ganz schön verplant war. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.